Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. Pflegeheime stehen in der Corona-Zeit vor großen Herausforderungen. Ihre Bewohner sind besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken. Deshalb stehen die Mitarbeiter seit Monaten unter Druck. Herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute ist Michael. Michael, du leitest ein Pflegeheim in Schleswig-Holstein. Damit hast du eine besondere Verantwortung. Wie hast du die Corona-Zeit bislang erlebt? Hallo Steffi. Ja, das war von Anfang an relativ schwierig. Wir sind 30 Mitarbeiter, versorgen 50 Bewohner. Wir sind eine sehr offene Einrichtung und die eigentliche Schwierigkeit bestand wirklich darin, zu sagen, stopp, halt, jetzt darf keiner mehr zu uns rein. Also die Angehörigen durften nicht mehr zu Besuch kommen. Wir mussten wirklich Schilder an die Türen hängen und sagen, stopp, halt, hier geht's nicht mehr rein. Das war also die eigentliche Grundschwierigkeit. In der Einrichtung selber circa 2 Wochen. Wir haben aber schon während wirklich schon, es hieß, Corona ist hier in aller Munde, haben wir schon Maßnahmen ergriffen, bevor der erste Erlass kam vom Kreis. So in der Einrichtung selber war es gar nicht so schwierig, weil wir grundlegend sowieso an Hygienemaßnahmen gebunden sind, die wir eh täglich umsetzen und einhalten. Es war einfach wirklich die Schwierigkeit zu sagen, okay, halt, wenn er reinkommt, dann nur von außen. Und dann haben wir wirklich gesagt, nee, Türen zu, obwohl wir eine offene Einrichtung sind, auch mit offenem Gelände, also man kann wirklich von allen Seiten aufs Gelände rauf. Das war so die grundlegende Anfangsschwierigkeit. Mhm. Und wie schnell konntet ihr auf die Situation reagieren, als ihr wusstet, okay, wir müssen jetzt hier was machen? Also habt ihr Hygienemaßnahmen erhöht? Wie sieht's aus mit Schutzkleidung? Habt ihr da genug gehabt? Ja, definitiv. Wir haben immer reichlich Bestände an Schutzkleidung, weil es immer mal vorkommt, dass jemand aus dem Krankenhaus zurückkommt, der einen gewissen Keim hat oder wie auch immer. Natürlich wurden die Bestände stetig weniger. Der Nachschub gestaltete sich relativ schwierig. Also alle unsere Versorger haben binnen kürzester Zeit wirklich Nachschubschwierigkeiten gehabt. Wir haben rechtzeitig dann Bestellungen losgejagt, auch in riesigen Mengen. Das ging dann auch noch relativ zügig, nur einen Monat später, als wir die erste Bestellung losgejagt haben und dann wieder neu bestellen wollten, einfach auf Vorrat, weil wir nicht wussten, wie lange hält diese Pandemie jetzt an, haben wir nochmal nachbestellt und dann sind nicht zum einen die Lieferzeiten haben sich horrend erhöht, sondern auch die Preise. Das war wirklich spannend zu beobachten, ja. Und konntet ihr dann trotzdem, also wurde euer Budget dafür irgendwie erhöht oder ich meine, du leitest ja das Pflegeheim, konntest du dann eigenmächtig entscheiden, okay, wir bestellen jetzt trotzdem Schutzmasken für einen dreifachen Preis, weil wir es brauchen oder musstest du dir dann irgendwo eine Freigabe holen, weil du musst ja sicherlich auch haushalten? Nee, wir mussten das wirklich in Eigenregie auch bestellen und auch sagen, okay, wir nehmen jetzt den hohen Preis in Kauf. Ohne zu wissen, ob wir es refinanziert kriegen, was auch bis heute Stand der Dinge ist, wir kriegen es nicht refinanziert. Also damals für eine Packung Mundschutz Standard, 50 Stück, hast du, weiß nicht, 5-6 Euro bezahlt. Da kam auf einmal der Preis von 30 Euro pro Packung auf uns zu. Da wir aber wirklich reichlich Bestände hatten, haben wir davon auch wirklich nur noch 5-6 Stück bestellt in den Mengen, haben dann auch angefangen, eigene Mundschutzschütze zu nähen und nee, aber wir mussten das wirklich in Eigenregie entscheiden und haben dann auch bestellt, unabgesehen von den Kosten. Aber welche Konsequenz hat denn das, wenn du sagst, dass die Differenz euch nicht erstattet wird? Das fehlt ja dann an anderer Stelle. Ja, das war jetzt nicht so wirklich entscheidende Summen. Ne? Also wir haben uns wirklich gesagt, mit 300, 400, 500 Euro ist jetzt, tut so einem unserer Einrichtung nicht wirklich weh, muss man wirklich so sagen. Okay. Dennoch hast du recht, es muss refinanziert werden, finde ich, auch Handschuhe, alles, was wir so an Schutzkleidung gebraucht haben. Das muss man nachher wiederum in die Kalkulation einbringen, wenn man mit den Pflegekassen seinen letzten neu verhandelt. Das ist ein längeres Thema, da muss man wirklich sagen, das habe ich im Jahr ausgegeben, jetzt kann ich mit der Wirtschaftssituation, die ich letztes Jahr hatte, höhere Preise erzielen. Also im Endeffekt wird es eine Refinanzierung auf die nächsten 1-2 Jahre. Je nachdem, wie es dann auch weitergeht mit der Pandemie und mit dem Coronavirus. Also wir kriegen ja jetzt wirklich wöchentlich einen neuen Bescheid vom Kreis. Der letzte wurde wieder verlängert bis zum 28. Juni. Und so geht das quasi gerade wöchentlich. Deswegen, also da müssen wir mal schauen, wie lange überhaupt die Pandemie noch anhält. Wir bestellen weiterhin auch für die Preise
Und das werden wir dann sicherlich nächstes Jahr refinanzieren über unsere höheren Pflegesätze, was letztendlich wieder der Bewohner mehr tragen muss. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir können nicht sagen, ich nehme jetzt so und so viel Geld mehr. Das entscheidet nachher wirklich bei der Verhandlung die Pflegekasse. Aber der Leidtragende bei so einer Erhöhung ist immer der Bewohner. Das heißt, irgendwo entweder muss er mehr zahlen, beziehungsweise dann auch auf eine andere Leistung dann verzichten, um das zu kompensieren. Zum Beispiel, ja. Kommen wir nochmal zurück Richtung März, als wir Lockdown hatten und ihr die Türen zugemacht habt. Es gab ja auch ein Besuchsverbot. Genau. Wie sind denn eure Bewohner damit zurechtgekommen? Das war relativ schwierig. Wir haben jetzt nicht, also wir haben ja durchweg Klientel von Pflegegrad wirklich 1 bis 5, demenzkranken Bewohner. Da muss man natürlich auch den individuellen Fall sehen. Aber wir haben auch wirklich Bewohner gesehen oder sie wurden gesehen, wo wirklich Angehörige aufs Grundstück kamen, obwohl wir schon gesagt haben, Besuchsstopp bitte vorne melden, die aufs Grundstück gegangen sind. Sie wussten, Opa wohnt da unten, da können wir mal ans Fenster klopfen. Der macht natürlich das Fenster auf. Und dann wurde sich eine halbe Stunde durchs Fenster unterhalten, auch umarmt. Es wurden Gegenstände übergeben. Das war relativ schwierig. Man muss jetzt nicht wirklich den Bewohner dafür zur Rechenschaft ziehen, sondern eher die Angehörigen. Also da na klar. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, wir haben da sehr energische Gespräche geführt mit Angehörigen, auch natürlich mit dem Bewohner. Der hatte dann natürlich auch noch den Fall, dass er 2 Wochen in Quarantäne verbleiben musste in seinem Zimmer, weil er halt Kontakt nach außen hatte. Und das haben wir 1-2 Mal erlebt und dann haben wir gesagt, Stopp, halt, so geht's gar nicht. Und haben uns dann wirklich Bauzäune besorgt und haben unser Grundstück komplett von der Außenwelt abgeschottet, sodass man wirklich nur noch über eine Funkklinge die Einrichtung innen erreichen konnte. Und das haben wir damit dann kompensiert und das hat dann letztendlich auch gefruchtet. Also die standen mir wirklich vom Zaun. Ja, aber das stand ziemlich krass, weil das ist natürlich eine radikale Maßnahme. Ja. So verstehen es halt die Leute, wenn da ein Zaun ist, durch den sie nicht durchkommen. Wie haben die Leute reagiert? Also wenn du sagst, ihr habt die auch energisch angesprochen, also muss man dafür ernsthaft werben? Bringt euren Opa da nicht in Gefahr? Ja, das hat mich davon überzeugt, dass viele Menschen diesen Coronavirus nicht so ernst genommen haben. So haben das die Angehörigen zumindest dann geschildert. Aber ist ja nicht so schlimm, ist ja wie eine Grippe. Und wir haben ja schon, als wir wirklich gesagt haben, Besuchsstopp, haben wir ja sofort auch Schreiben an alle Angehörigen rausgeschickt, wo wir den Sachverhalt geschildert haben, dass wir wirklich auch dem Erlass des Kreises unterliegen. Und wenn der Kreis sagt mit dem Beschluss, die Einrichtung wird nicht betreten, das Grundstück wird nicht betreten, etc. pp., dann hat mich das wirklich da schon ein bisschen was von überzeugt, dass die Angehörigen das nicht so für ernst genommen haben. Weil wir haben das wirklich ja nicht gemacht, um die zu ärgern, sondern einfach, um auch deren Angehörigen, Opa, Oma, Mama, Papa zu schützen. Gerade weil wir diese gefährdeten Gruppe bei uns in der Einrichtung wohnen haben. Ja, das war sehr schwierig. Und die Zäune stehen auch heute noch, ganz klar. Mittlerweile ist es wirklich so, durch die Besuchstermine und so weiter und auch durch ganz viele Aufklärungsgespräche hat es auch letztendlich gefruchtet. Und auch dann durch die Zeit von März bis heute, auch durch die Fälle, die dann wirklich immer wieder aufkamen, wie viele gestorben sind, etc. pp., dann haben die Angehörigen doch wirklich verstanden, okay, der Virus ist vielleicht doch gefährlich. Aber am Anfang war es echt ziemlich schwierig, ja. Hatte es denn Konsequenzen tatsächlich, dass es halt so ein Fehlverhalten gab? Also habt ihr Fälle gehabt? Konsequenzen jetzt so wirklich nicht, außer wirklich du, also für die Angehörigen. Der Bewohner musste halt 2 Wochen in seinem Zimmer bleiben. Wir hatten leider auch den Fall einer Angestellten, die, sich von zu Hause von einem Friseur hat besuchen lassen und das dann auch noch gut getan hat in der Einrichtung. Wir liefen alle rum mit langen Haaren. Auf einmal kamen sie mit kurzen Haaren und war dann leider, muss man auch so sagen, ein bisschen naiv und hat das dann auch noch rumerzählt, dass wirklich ein Friseur bei ihr zu Hause war. Und die haben wir in Zwangsurlaub geschickt. Ja, ganz klar. Also das war dann auch nicht freigestellt, sondern das ist jetzt auch runter von ihrem Jahresurlaub. Das ist runter von ihrem Urlaub, ja, ganz klar. Aber ich meine, ist sie nicht gebrieft worden auch? Also doch, natürlich. Alle, wir machen ja sowieso täglich Dienstbesprechungen. Da wurde immer ganz klipp und klar, auch also nicht nur die Angehörigen wurden durchschreiben informiert, sondern auch die Mitarbeiter. Weil die ja letztendlich diejenigen sind, die auch wirklich wieder in die Einrichtung kommen täglich. Und die mussten wir ja ganz speziell sensibilisieren, dass sie wirklich aufpassen, bitte trefft euch nicht. Also es war für uns alle ja schwierig, unabgesehen von unserem Beruf. Aber gerade bei uns in der Einrichtung mussten wir alle Mitarbeiter dahingehend sensibilisieren, dass die nochmal explizit mehr aufpassen als vielleicht in gewissen anderen Berufsgruppen.
Und wenn dann so ein Fall rauskam, wie den ich gerade geschildert habe, das da war ich schon wirklich böse und das habe ich auch wirklich toleriert. Und das war auch ein Signal an alle anderen Mitarbeiter, ganz klar. Das war schwierig, aber mussten wir auch so umsetzen und dann wirklich auch sagen, nee, du bleibst jetzt zu Hause und dein Urlaub ist leider jetzt passiert. Einfach nochmal, um es richtig zu verstehen, aber Fälle hattet ihr jetzt nicht? Nein, nicht eins. Nicht ein einziger Fall. Wir hatten mal, gerade, wir hatten natürlich auch Verlegung ins Krankenhaus. Das gestaltete sich auch relativ schwierig. Was ändert sich da? Ja, das ist natürlich, das obliegt der entlassenen Einrichtung quasi, der aufzunehmenden Einrichtung zu sagen, hier, pass auf, nee, war nicht mit Covid-Patienten in Kontakt, etc. pp. Und der erste Fall, den wir hatten, da kam gar nichts zurück. Also die Nürnfeife, die kommt wieder, sie hat nichts. Ja, halt, stopp, wir hätten gerne irgendeinen Nachweis, dass Covid nicht vorliegt. Und da musste ich auch bis zum Gesundheitsamt durchdringen, weil vom Krankenhaus da nichts zurückkam. Da kam wirklich nicht ein Hinweis. Nö, die war ja nicht auf einer Covid-Station. Ich so, halt, stopp, lest euch mal den Erlass bitte durch. Sobald die länger als 24 Stunden bei euch bleibt, hätten wir gerne auf jeden Fall einen Nachweis, dass diese Dame nicht an Covid erkrankt ist. Und da taten sich die Krankenhäuser relativ schwer, habe ich das Gefühl gehabt. Das lief dann nachher besser, aber die ersten zwei, drei Fälle waren schwierig, dass ich mich wirklich auch per Telefon und E-Mail beim Gesundheitsamt abgesichert habe. Darf ich die Dame zurück aufnehmen oder nicht? Hattest du die ein oder andere schlaflose Nacht in der Phase? Ja, doch, eigentlich sehr viele schlaflose Nächte, ja. Weil man immer so, man hat ja auch ein Privatleben. Das hat ja nicht nur wirklich mein Berufsleben wirklich komplett beeinflusst, sondern auch mein Privatleben. Also ich bin wirklich nur nach Hause, zur Arbeit, ganz selten nochmal vielleicht kurz zum Einkaufen. Und da hat man schon drüber nachgedacht und halt sich alle dran. Und dann ist man morgens auch mal früher zur Arbeit gefahren, weil man sofort wieder auf dem Laufenden gehalten wurde. Was ist hier los? Hat wieder einer das Grundstück verlassen, durch den Zaun gehuscht, was auch immer. Also das hat mich schon die letzten, Monate wirklich stark beschäftigt, ja. Weil ihr müsst ja dann auch wirklich zusätzlich zu den Aufgaben, die ihr eh habt und dann noch die erschwerten Bedingungen, müsst ihr ja dann quasi auch noch wachende Aufgaben übernehmen, um zu sehen, ob da irgendjemand gegen Auflagen verstößt. Genau, ja. Das, weil es ja eine Riesenverantwortung ja auch. Genau, zunehmende Schwierigkeiten, nicht nur für mich, sondern gerade auch für meine Kollegen, alle, ne? Die wirklich an der Front stehen und täglich das Telefon klingelte. Also wir hatten wirklich Telefonanrufe, die letzten Monate hatten wir ewig nicht. Verstehe ich aber auch, natürlich, jetzt hat man Oma oder Opa, Mama, Papa vielleicht wöchentlich einmal besucht, aber immer geht es gar nicht mehr. Dann haben wir natürlich ein Telefon abgestellt, nur für Telefonate für die Bewohner. Das hat auch gut funktioniert, nur jetzt musst du dir vorstellen, es ist was anderes, wenn Frau Müller dement ist, ihre Tochter jedes Mal sieht, eine ganz andere Bindung als am Telefon und vielleicht gar nicht weiß, wer am Telefon ist. Und diese Wiederholung, diese Wiederholungsbesuche bei Demenzkranken sind ja unwahrscheinlich wichtig. Und das haben wir dann natürlich auch mit kompensieren müssen, indem wir immer ganz viele Gespräche auch mit den Bewohnern geführt haben, auch mit Angehörigen, weil wir, ne, wenn die Angehörigen vor uns stehen, konnten wir natürlich in der Einrichtung schildern, Frau Müller geht wunderbar. Am Telefon ist das relativ schwierig gewesen. Konntet ihr das kompensieren irgendwie, indem ihr, ich weiß nicht, ein Tablet zur Verfügung gestellt habt, dass man mal skypen kann oder so? Oder wart ihr wirklich nach außen hin komplett abgeschottet? Nee, wir waren wirklich abgeschottet. Gerade weil wir, also einige Bewohner haben bei uns so Tablets, auch schon Smartphones. Die haben das Eigenregie, das sind so die gerade 1-2 Patienten. Viele meiner Bewohner können das nicht umsetzen. Die sehen da jemanden auf dem Bildschirm, das ist manchmal beim Fernsehen gucken schon schwer. Also wir haben es wirklich aufs Telefon beschränkt. Und jetzt bin ich auch wieder heilfroh, dass wir Besuchstermine vergeben können. Allerdings nicht in der Einrichtung, sondern wir machen das ein bisschen anders. Also bei uns muss man einen Besuchstermin haben, dann kommt man vorne ans Tor, Funkklingel, dann nehmen wir die in Empfang. Dann werden die außen ins Gebäude geführt und wir haben ein Zimmer mit einer Terrassentür. Also das haben wir quasi jetzt bereitgestellt. Die Angehörigen sitzen draußen und die Bewohner sitzen drin. Und da ist dann quasi ein Tisch zwischen, sitzen 2 Meter auseinander, können sich wunderbar unterhalten. Das funktioniert schon seit Wochen relativ gut. Seit wann sind denn Besuche bei euch wieder möglich? Über diese Terrasse? Genauen Zeitraum kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben angefangen Anfang Juni. Ja, also ich glaube, Ende Mai gab es, ich glaube, 28, 29 Mai haben wir angefangen. Aber Anfang Juni ging das wirklich rapide nach oben, dass wir wirklich vormittags haben wir, glaube ich, 5. Also vor und nachmittags haben wir jeweils 5 Termine vergeben. Das täglich. Und auch das natürlich, es klingelt draußen an der Funkklingel, egal wer gerade irgendwas macht. Muss alles stehen und liegen lassen, muss rausgehen, Empfang nehmen, kurz einweisen,
Hygienemaßnahmen erklären, Fieber messen, wird ein Fragenkatalog gestellt, also die wurden wirklich registriert. Und dann wurden die quasi zu ihren Bewohnerangehörigen geführt, haben die eine halbe Stunde jeweils mit ihrem Angehörigen verbringen können. Und dann ist man auch wieder hingegangen, hat auch wirklich auf die Zeit geachtet, hat ihn dann wieder vom Grundstück geführt. Und ja, so ging das dann wirklich jetzt seit Wochen, morgens und nachmittags in die Stadt vorher. Zeit vorher, also bis es halt wirklich überhaupt wieder Besuche gab, also in dieser besuchsfreien Zeit, andersrum gesprochen, dass sie da vielleicht auch abgebaut haben, weil das, also hat es denen zugesetzt, dass sie nicht besucht werden können? Es gibt einzelne Fälle, individuell natürlich, die sehr Tochter, Sohn, Mann müssen, wirklich. Also wir haben auch ein, zwei Bewohner, wo die Ehepartner täglich gekommen sind, wirklich täglich. Aber der eine Dame weiß das ganz genau und das war wirklich schwierig, ja. Aber auch da sind wir ganz viel mit Gesprächen und Zuneigung und rangegangen und das hat gut funktioniert. Jetzt dürfen sie sich ja wieder sehen, Gott sei Dank. Aber die erste Zeit war das wirklich schlimm. Kann ich auch nachvollziehen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Da sind wirklich Emotionen hochgekocht und warum ich will aber jetzt, geht noch nicht. Und also wir mussten uns wirklich extrem viel rechtfertigen. Ja. Fühlt ihr euch, was diese Regelungen betrifft, gut versorgt, aufgehoben? War das alles so richtig oder gibt es Sachen, wo du sagst, das hätte man auch anders lösen können? Nee, grundlegend finde ich es gut. Also man muss wirklich sagen, dass das Gesundheitsamt, was für uns zuständig ist, sehr gut gearbeitet hat. Es gab immer alle Informationen, die wir brauchten. Wir mussten natürlich immer reagieren, ganz klar. So ein Erlass, so ein Bescheid, so ein Gesetzestext muss man auch erstmal verstehen und lesen können. Aber das war alles sehr deutlich ausgelegt, sodass wir auch wirklich schnell alles umsetzen konnten, was verlangt wurde. Aber grundlegend fühlte ich mich auch bis heute recht gut mit Informationen versorgt. Ja. Und immer wenn ich Fragen hatte, wurde auch immer jemand erreicht. Also war echt gut. Und die Regelungen, die generell jetzt von ganz oben kamen, also ich sag mal vom Bundesgesundheitsministerium, weil das geht ja dann quasi, bricht sich ja dann runter, dann in die Länder und dann in die Kreise und dann in die Kommunen und so. Also du hast, wie ich durchhöre, einen sehr guten Draht quasi zu den örtlichen Behörden und Gegebenheiten. Aber wie findest du, ich sag mal, das Gesamtpaket an Maßnahmen, die ganz oben beschlossen wurden, die ihr am Ende der Kette quasi ausführen musstet? Am Anfang haben wir gedacht, oh Gott, heute, Stand heute, das ist meine persönliche Meinung, von meinem Berufsfeld, finde ich, dass die Bundesregierung doch relativ gut reagiert hat, auch schnell. Man denkt natürlich viel darüber nach. Ne? Es ist ein Virus, man sagt, die Gespräche, die man führt, die Grippe ist genauso schlimm oder es gab früher noch viel schlimmere Krankheiten. Aber ich glaube, da ist einzigartig, auf alle zukamen, nicht nur auf Deutschland, auf Italien, auf alle Länder, bin ich grundlegend von der Bundesregierung recht angetan, wie sie reagiert haben und was sie wirklich so runtergebrochen haben. Was ich immer nicht verstehe, das verstehe ich aber auf vielen anderen Bereichen nicht, dass es immer noch Bundesland unterschiedlich ist. Also gerade bei sowas würde ich sagen, das muss wirklich einheitlich passieren und nicht das Land kann machen, was es will, das Land kann auch machen, was es will. Ja, ihr könnt viel früher lockern als ihr. Also das finde ich aus meiner persönlichen Ansicht nicht so toll, aber da gibt es auch viele verschiedene andere Bereiche und darüber debattieren, glaube ich, auch Politiker und alle Menschen schon ellenlange drüber, dass man sagt, entweder einheitlich alle oder gar nicht. Aber grundlegend hat die Bundesregierung aus meiner Sicht gut reagiert. Man kann sich jetzt über Kleinigkeiten kann man sich streiten, das ist ja immer so in der Politik. Aber aus meiner Sicht haben die gut reagiert. Ja. Was wäre so eine Kleinigkeit? Oh, müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ja, es gibt ja wirklich Länder, die durften relativ früh lockern. Verstehe ich nicht. Warum? Also ich kann jetzt kein Bundesland nennen, aber auf einmal durften sich so viele Leute wieder treffen, das durften sie in dem Bundesland nicht. Da gibt es so ganz viele verschiedene Kleinigkeiten. Eure Arbeit soll ja mehr in den Fokus gerückt werden. Es gibt ja auch einen Nachwuchsmangel und zu wenig Anerkennung für Pflegeberufe. Da hat ja der Bundesgesundheitsminister Spahn schon vor Corona versucht, gegen anzugehen. Im Zuge der Pandemie und den erschwerten Bedingungen jetzt, die damit einhergehen, hat Spahn ja vor etwa einem Monat Folgendes angekündigt. Was ich sehe und unterstütze, ist die Debatte über eine Bonuszahlung. Jetzt auch, der Finanzminister hat es ja möglich gemacht, bis zu 1.500 Euro in diesem Jahr auch steuerfrei als Bonuszahlung
zu bekommen. Und ich möchte jetzt gerne mit den Ländern, die ja ihrerseits zum Teil schon auch Bonuszahlungen angekündigt haben, und den Arbeitgebern vor allem auch darüber reden. Also im Ziel sind wir uns einig. Ich möchte, dass es diesen Bonus gibt. Wir müssen aber darüber reden, wie er diejenigen erreicht, die er erreichen soll. Also wir müssen ja jetzt auch sehen, dass es dann auch ankommt, wo es ankommen soll bei denjenigen, die dort jeden Tag für uns tätig sind. Das ist jetzt ein Monat her. Ist es angekommen? Grundlegend ja. Also zumindest konnte man den Antrag stellen. Ich finde spannend, was er gesagt hat. Ich will, dass ihr den Bonus erhält, egal wo er herkommt. Das fand ich recht spannend, ja. Nein, es ist wirklich so, dass wir das beantragen konnten. Und das soll auch jetzt im Juli schon zur Auszahlung kommen. Okay. Das heißt, was hältst du generell davon, von diesem Bonus? Ja, ich habe das auch so in meinem persönlichen Umfeld mal ein bisschen debattiert, warum nur Einrichtung? Ich weiß, es durch die Presse ging ja auch, warum nicht im Krankenhaus. Es gibt so viele Bereiche, die wirklich in der Pandemie sehr engagiert gearbeitet haben, sei es die Verkäuferin oder sei es der Müllmann, wie auch immer. Also alle waren sehr engagiert und die zu Hause Homeoffice gemacht haben, gut, kann man auch drüber streiten, warum sollte ich auch ein bisschen haben. Letztendlich haben wir alle irgendwie gearbeitet, was wir immer machen. Na klar haben wir die Risikogruppe explizit vor Augen gehabt, aber das haben die Herrschaften im Krankenhaus auch. Grundsätzlich finde ich es gut, ein Bonus ist immer toll, aber man muss das nicht so runterbrechen, nur auf einzelne Bereiche. Also da bin ich der persönlichen Meinung, das sollte man noch ein bisschen ausweiten auf verschiedene andere Bereiche. Ich glaube, es geht ja auch darum, weil, wie ich es ja eingangs gesagt habe oder vorhin gesagt habe, ist ja, dass Pflegeberufe teilweise wirklich keinen guten Neumund haben. Es ist anstrengende Arbeit, es ist Schichtarbeit, es ist nicht super bezahlt. Lange war die Ausbildung auch rein schulisch und es gab keinen Cent dafür. Also das haben ja auch nur Leute gemacht, sozusagen voller Überzeugung und die Attraktivität des Jobs hat ja gefehlt. Und ich glaube, das ist ja auch ein Versuch, nochmal ein extra, eine Wertschätzung. Ja. Ne? Oder siehst du das nicht? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Sag mal. Die Pandemie, das Ausbildungsfeld des Altenpflegers oder Altenpflegerin nicht gerade, sexier gemacht. Ja, genau. Das ist ja schon seit Jahren ein Problem, was wir in der Pflege haben, die Nachwuchsgewinnung. Da wurden alle möglichen Maßnahmen versucht zu ergreifen, um den jungen Leuten das schmackhaft zu machen. Der Beruf einer Altenpflegerin, eines Altenpflegers ist und bleibt ein schwieriger Beruf. Man muss eine gewisse Überzeugung mitbringen, man muss wirklich Engagement mitbringen. Natürlich muss man sich mit dem Schichtdienst auseinandersetzen, dann mit der schlechten Bezahlung. Warum kriegt eine Altenpflegerin weniger Geld als eine Bankkauffrau? Also da gibt's so ganz, dieser Bonus soll, glaube ich, eine andere Bedeutung haben als, wir sagen dem Nachwuchs mal, pass auf, wenn ihr in so einen Fällen, in so einer Pandemie, in der Pflegearbeit, kriegt ihr nochmal einen Obolus obendrauf zu einem schlechten Gehalt. Also ich glaube, das ist ein falsches Signal. Da sind ganz viele andere Bausteine und Baustellen zu beseitigen, um den Pflegeberuf wieder attraktiv zu machen. Welche denn? Ja. Hast die Gelegenheit, dass jetzt deine Wünsche... Ja, das war früher wirklich so. Ich habe ja viele Auszubildende bei uns begleitet. Da fing schon mal an, die Hälfte, also musst du dir eine Klasse vorstellen in der Altenpflegeschule, die Hälfte von den Schulplätzen wurde vom Staat finanziert, die andere Hälfte musste der Schüler selber bezahlen. Das fand ich schon immer ein Unding. Das hat sich ja jetzt auch ein bisschen gewandelt, jetzt gibt es ja mittlerweile diesen sogenannten Ausbildungsfonds. Wie wurde das begründet? Ja, der Staat hat halt nicht komplett die ganze Klasse bezahlt, oder die Schüler, also den Schulplatz. Habe ich auch immer nie verstanden. Wie gesagt, die Hälfte wurde bezahlt, die andere Hälfte nicht. Die Schule braucht natürlich das Geld, um die Schüler auszubilden. Aber da war halt nicht genug Geld da, wie das halt immer so ist. Das hat sich ja halt Gott sei Dank gewandelt. Also die gesamte Ausbildung wird jetzt komplett vom Ausbildungsfonds bezahlt. Plus ganz viele andere Dinge. Also es ist eine anstrengende Arbeit, aber ist Maurer auch. Nur man ist nämlich am Menschen, man muss sich mit Krankheiten auseinandersetzen, man muss sich auch mit Fäkalien auseinandersetzen. Das ist einfach zack. Und also der Beruf ist an für sich wirklich körperlich, also psychisch, also wirklich anstrengend. Ein anstrengender Beruf. Und ich habe auch noch keinen, wie soll ich es nennen, noch nichts gefunden, um zu sagen, an den Schrauben müssen wir jetzt alle mal drehen, um zu sagen, jetzt kriegen wir einen Ausbildungsplan. Echt schwierig. Was hat dich denn dazu bewogen, in den Bereich zu gehen? Wenn ich mir zurückschraube, ich wollte eigentlich mal Kindergärtner werden. Also ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten, immer im Sozialbereich. Und das hatte
verschiedene Gründe, warum ich dann den Weg eingeschlagen bin. Ich wurde einfach gefragt, ob ich nicht mal so ein bisschen die EDV und viele Sachen auf Vordermann bringen könnte. Da gab es auch gerade eine Umstrukturierung in der Einrichtung. Und habe ich mir das mal angeschaut, bin dann ein paar Wochen geblieben und es hat mir so sehr gefallen, der Kontakt zu den Menschen. Das bin ich wirklich, wirklich in der Pflege. Mein Part ist eher Bewohneraufnahme, Angehörigenarbeit und alles drumherum. Also es ist ja wirklich ein Betrieb, der betriebswirtschaftlich geführt werden muss. Und das ist ja eher mein Part. Aber dennoch der tägliche Kontakt zu meinen Bewohnern, zu den Angehörigen und auch zu den Mitarbeitern. Das hat mir von Anfang an schon Spaß gemacht, einfach auch zu helfen. Und das macht es bis heute aus, ja. Was wünschst du dir denn von Seiten der Politik beispielsweise, wie es weitergehen soll? Also ich meine, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sind immer noch mitten in der Corona-Zeit, möglicherweise noch Monate, optimistisch gesprochen. Mhm. Wie soll es denn weitergehen, wenn du es dir wünschen könntest, damit du deine Arbeit so machen kannst, wie es wichtig wäre? Also grundlegend, die ganzen Schutzmaßnahmen müssen natürlich bestehen bleiben. Wir müssen allerdings eine Gratwanderung finden, wie kriegen wir es hin, weiter Kontakt zuzulassen, ohne den Abstand, ohne, ja, das ist schwierig. Also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich noch das ganze Jahr andauern wird. Gerade wir in der Pflege werden noch lange damit zu tun haben. Dennoch bin ich für weitere Lockerungen. Dass man wirklich sagt, jetzt können wir die Angehörigen wieder die Einrichtung lassen. Man kann trotz alledem, man kann ja weiter Fieber messen. Die Angehörigen sind mittlerweile, glaube ich, auch so sensibilisiert, dass sie sagen, okay, mir geht's nicht gut, ich habe Fieber, ich habe Schnupfen, ich bleibe eher zu Hause. Dass sie auch wirklich ehrlich mit uns ins Gericht gehen. Also ich wünsche mir schon, dass die Angehörigen wieder und auch die Bewohner ein wieder offeneres Leben führen als jetzt. Das würde ich mir schon wünschen. Gut, die Bonuszahlung, okay. Ist okay, kann man so hinnehmen, wird auch nicht nochmal kommen, denke ich. Man muss jetzt nicht wirklich allen jetzt immer nur jeden Monat 1,5 überweisen und zu sagen, oh, ich mache das ganz toll. Wir machen unsere Arbeit grundsätzlich toll. Deswegen, also ich denke schon, da wird noch einiges auf uns zukommen, auch viel Nacharbeit. Wir lernen ja auch aus diesem Prozess, wie alle Bereiche. Und ich bin mal gespannt, was die Politik sich noch alles so einfallen lässt in Bezug auf Corona. Glaubst du denn, sollte es die befürchtete zweite Welle etwa im Herbst geben, glaubst du, dass manche Sachen anders gemacht werden würden? Punkt 1, glaube ich, nicht an eine wirklich zweite große Welle. Es wird immer wieder mal vereinzelte Fälle geben, denke ich. Auch wieder natürlich Bundesland unterschiedlich. Je nachdem auch, wie die anderen Länder damit umgehen. Natürlich Urlaub etc. Man muss natürlich weiterhin aufpassen. Aber ich denke mal, dass, glaube ich, alle Menschen mittlerweile ja wirklich so geschult sind, dass sie jetzt wirklich wissen, okay, so ist es. Gut, die Corona-App kann man auch. Da musst du auch die Wahrheit für diese Angaben machen. Wenn du das nicht machst, dann bringt das für dich auch nichts in dem Sinne. Ja, ich bin weiterhin skeptisch, gucke mir das an und reagiere. Sagen wir mal so. Aber gibt es nichts, wo du sagst, das würden wir diesmal dann anders machen? Weil es war ja für alle das erste Mal sozusagen vor 3 Monaten. Nee, grundlegend würde ich nicht sagen, wir würden was anders machen. Wir haben das genauso richtig gemacht. Wir haben keinen Fall, das bestätigt unser Handeln eigentlich. Nee, ich glaube, wir würden das doch genau so nochmal machen. Vielleicht würde ich schneller einen Zaun aufstellen. Na, den hast du ja jetzt auch. Ja, lass ihn doch stehen, genau. Ich lass ihn einfach stehen. Nicht abbauen. Genau. Super, Michael. Ganz toll, dass du offen mit mir gesprochen hast und Einblicke gegeben hast. Und ich danke dir fürs Mitmachen. Gerne, kein Problem. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.